Moin, moin, liebe Leute. Wir spielen ein Adventure Map von Mein Replay und hier sind Regeln. Das war eine super Ankündigung. Ich sollte mir für den Anfang echt mal was Neues einfallen lassen. Vor allem sollte ich mir. Ich weiß nicht, das Moin, moin, liebe Leute, wird irgendwie alt und ich habe von der alten Map noch auf Tiny. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich auf Far wieder stellen. So, Dankeschön. So, und dann lesen wir die Regeln. Irgendwas ist mit den Büchern passiert. Das ist nicht korrekt so. Hallo Inside-Kind, das ist meine erste Adventure-Map für dich. Regel, du musst auf friedlich spielen. Du darfst Sachen setzen. Du darfst nichts abbauen, außer die Sachen, die du gesetzt hast. Ich hoffe, du hast Spaß. Peaceful war das, ne? Okay. Yay, mein Name. Gerade gar nicht gesehen, weil ich auf Tiny war. Eine interessante Farbkombination. Schwarz, Braun und Rot. Mit Glowstone im Hintergrund. Er will mir sagen, dass ich blutigen Durchfall habe. Weil dann ist der Code auch schwammig. Ich höre ja auf. Ich höre ja auf. Ich bekomme wieder was Pinkes. Ich bekomme immer irgendwas Pinkes. Ich bin im Creative Mode. Warum bin ich im Creative Mode? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Story oder so. Oder so ist immer schön. Du bist eingeschlafen und hier aufgewacht. Ich hoffe, du hoffst, dass es nur ein Traum ist und jetzt finde heraus. Das ist eine wirklich sehr interessante und tiefe Story. Ihr könntet ruhig mal Fleisch droppen. So, ich soll rausfinden. Okay. Hier nicht. Ich habe eigentlich ein bisschen die Schnauze voll von Labyrinth, nachdem ich mir die Map letzte Mal angeguckt habe. Ihr wisst schon. Die eigentlich nur aus einem abgefuckt großen Labyrinth und Jump and Run bestand. Ja, aber die habe ich ja auch abgebrochen. Aber ihr seht, da bin ich jetzt nicht so erfreut drüber. Dann wieder auf ein Labyrinth zu stoßen. Auch wenn es jetzt irgendwie. Also hier komme ich nicht her. Da kann ich machen, was ich will, aber ich könnte hier hoch. Das wäre vielleicht logisch. Ich Volldepp. So, finde hinaus. Okay. Und wo genau muss ich hin? Hier ist eine Leiter. Okay. Ja, ne? Ich habe nur Fackeln. Scheiß auf Fackeln. Cheat ist Nacht. Okay. Freude, Freude. Vor allem auch noch. Soul Sand, darauf springt sich so easy. Beziehungsweise da springt sich so easy von ab. Obwohl es geht noch. Ich hasse. Das zum Thema. Ich habe übrigens dasselbe Gefühl wie Zombie, was das angeht. Sobald man einmal die Lava berührt hat, ist man mittlerweile gefickt. Weil dann wird man sofort eingezogen. So, wir warten dann mal ein bisschen, ne? Obwohl. Ich mache das nur damit, wir nicht lange warten müssen. Das würde ich niemals cheaten. Das Problem ist, sobald man in Soul Sand steht, fängt man Feuer. Weil man dann tiefer ist als der Block. So, Dankeschön. Aber das war nur ein kleines Jump and Run. Das war okay. Kleine Jump and Runs sind immer in irgendeiner Weise okay. Okay. Sinnvoll, zwei Türen einzubauen. Da steht Ents. Ja, Ents. Das sollen Autos sein. Das erkennt man doch. Direkt.
Spielen wir Frogger? Sag mir nicht, das war die ganze Map. Seriously? Okay. Mindestdauer 10 Minuten. Oh nee, warte. Ich wollte gerade meckern. Obwohl, wenn jetzt hier steht Ende, dann ist das auch nicht besser. Okay. Macht ja nichts. Dann hätte ich lieber Ende gemacht. Sag mal, was ich nicht blicke, ist, wenn ich sage, irgendwie Adventure Maps, kommen Jump and Run Maps. Was für mich absolut gar nichts mit Adventuren zu tun hat. Klar, es gibt mal so Aufgaben, so nach dem Motto: Oh nein, die Ruine ist zerfallen. Bitte. Wir müssen irgendwie anders daher oder sowas. Das blickt man ja noch. Ja, das verstehe ich noch. Aber einfach nur, oh nein, es hat sich ein Raum aufgetan, wo schwebende Blöcke drin sind. Das passiert mir ständig. Ich kriege hier voll die Zuckung, ey. Bevor ihr fragt, nein, das habe ich selber nicht von mir erwartet. Ende! Die war trotzdem noch zu kurz. Ich habe Gesichtslähmung. Hab Spaß.